Den Nobelpreis für Medizin teilen sich in diesem Jahr drei Zellforscher. Wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte, werden die beiden US-Amerikaner William Kaelin und Greg Semenza sowie der Brite Peter Radcliffe ausgezeichnet. Sie erhalten den Preis für ihre Entdeckung über Sinnesempfindungen von Zellen und deren Anpassung an verfügbaren Sauerstoff. Ihre Arbeiten hätten den Weg zur Bekämpfung von Anämie, Krebs und anderen Krankheiten geebnet, so die Begründung. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 830.000 Euro dotiert und wird im Dezember überreicht. Wenn man den diesjährigen Nobelpreis für Medizin verstehen will, muss man weit hinein in das Innerste unseres Körpers. Es geht um den Stoffwechsel der Zellen und wie sie dabei mit Veränderungen bei der Sauerstoffzufuhr umgehen. Sie haben ein System in unseren Zellen entdeckt, das sich an unterschiedliche Sauerstoffniveaus anpassen kann. Wir alle sind von Sauerstoff umgeben, 20% der Atmosphäre bestehen daraus. In verschiedenen Situationen muss der Stoffwechsel des Körpers an verschiedene Sauerstoffniveaus angepasst werden. Wie die Zellen das machen, haben die beiden US-Wissenschaftler Greg Semenza und William Kaelin sowie der Brite Sir Peter Radcliffe herausgefunden. Sie erhalten für diese Grundlagenforschung den Nobelpreis für Medizin und teilen sich damit das Preisgeld von umgerechnet rund 830.000 Euro. Mit Hilfe der Erkenntnisse hofft man in Zukunft einmal Krankheiten wie Blutarmut, Schlaganfall und sogar Krebs heilen zu können. Ein Krebstumor wächst. Er muss Blutgefäße bilden und ständig mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn man dieses System bremst, so die Hoffnung, könnte man damit auch Krebs behandeln. Erneut wurden drei männliche Wissenschaftler ausgezeichnet. In seiner fast 120-jährigen Geschichte haben bisher nur 12 Frauen einen Nobelpreis für Medizin erhalten. Und in Berlin spreche ich dazu nun mit Professor Detlef Ganten, Pharmakologe und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Charité. Guten Tag, Herr Ganten. Guten Tag. Sauerstoff sei die Substanz, von der man am meisten konsumiere und ohne die man am kürzesten überlebe, hat einer der Ausgezeichneten mal gesagt. Hätten Sie gedacht, dass daraus ein Nobelpreis werden kann? Naja, es gibt viele Systeme, die einen Nobelpreis verdient hätten. Und einmal im Jahr wird es nur verteilt. Aber es stimmt. Also Sauerstoff ist wirklich eine ganz grundlegende Substanz. Und die Entdeckung ist eine ganz, ganz grundlegende Substanz. Hochverdient für die drei Kollegen. Wir Menschen sind ja Energiebündel. Und diese Energie wird über Sauerstoffverbrennung in allen Zellen des Körpers erreicht. Und wenn kein Sauerstoff da ist, dann sterben die Zellen ab, dann stellen die Organe ab und dann stirbt der Mensch. Mhm. Und ein Gehirn ohne Sauerstoff funktioniert nicht mehr. Insofern, ja, das ist eine ganz, ganz entscheidende Entdeckung. Die drei Wissenschaftler werden ja für ihre Arbeiten geehrt, die sich mit Zellveränderungen beschäftigen, wenn unterschiedlich viel Sauerstoff vorhanden ist. Können Sie für uns einmal verständlich erklären, für was die Zellforscher genau geehrt werden? Also es wurde entdeckt, ein Gen, das den Sauerstofftransport reguliert, das sogenannte Erythropoietin-Gen und die Regelung dieses Erythropoietin-Gens in der Zelle. Und eine Aktivierung dieses Gens führt zu mehr Blutgefäßbildung, führt zu mehr roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff ja an alle Organe, an alle Zellen transportieren. Und dieser Grundmechanismus der Sauerstoffaufnahme und des Sauerstofftransportes ist geehrt worden durch diesen Nobelpreis. Als Grund für die Auszeichnung nannte die Jury die außerordentliche klinische Bedeutung dieser Entdeckungen. Inwiefern? Naja, der Körper besteht aus Milliarden, Milliarden von Zellen und Organfunktionen wie Herz, Gehirn, Niere, Leber, Muskeln können nur funktionieren, wenn die Zellen Sauerstoff bekommen und die Energie liefern für die Funktion dieser Organe. Und insofern sind Organschäden fast jeder Art sauerstoffempfindlich. Herzinfarkt ist Sauerstoffmangel, Hirninfarkt ist Sauerstoffmangel. Aber auch zum Beispiel bei Frühgeborenen oder ganz Neugeborenen ist der Sauerstoffmangel gefährdet. Und da wird beispielsweise mit diesen Mechanismen schon jetzt gearbeitet, um die Sauerstoffzufuhr besser zu regeln. Und es wurde schon erwähnt, dass natürlich bestimmte Organe mehr Sauerstoff gebrauchen als andere. Bei Krebs zum Beispiel, schnell wachsende Zellen brauchen mehr Energie, mehr Sauerstoff. Wenn man da in den Regelkreis eingreifen kann, die Sauerstoffzufuhr vermindert, kann auch das Krebswachstum natürlich gehindert werden. Zumindest ist das eine Möglichkeit der Anwendung. Was können wir denn tun, damit mehr Sauerstoff in unsere Zellen kommt?
wir selber an die frische Luft gehen, uns bewegen. Das regt den Kreislauf an, das regt das Blutgefäß an, das regt den Sauerstofftransport an. Und die Lunge nimmt ja den Sauerstoff auf und dafür sorgen, dass die Luft weiterhin ausreichend Sauerstoff enthält. Das ist ja eine ganz aktuelle Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt. Okay. Vor 3 Jahren hatten die 3 Wissenschaftler ja bereits den renommierten Lasker Award bekommen. Semenza, einer der 3, hat damals den Mechanismus der Sauerstoffwahrnehmung als ein wunderschönes System bezeichnet. Wird diese Grundlagenforschung Ihrer Meinung nach oft unterschätzt? Ja, häufig wird, also diese Grundlagenforschung wird nicht unterschätzt, wird hoch geschätzt. Aber es wird häufig darauf geachtet, dass in der Forschung die Anwendung sofort sichtbar ist. Und das ist zu kurzfristig gedacht. Dieses ist ein gutes Beispiel dafür, dass wirklich ganz Basisforschung der Zellfunktion, der Energiegewinnung einer Zelle ganz direkte klinische Auswirkungen auch haben kann. Und dazu kommt, dass wir inzwischen ja Biomarker haben, diese Systeme, dieses und andere Systeme in den Grundlagen untersuchen können, dann Hinweise bekommen, dass ein System nicht mehr so gut funktioniert. Und diese sogenannten Biomarker führen dann zu Risikoeinschätzung für zukünftige Krankheiten. Und das ist unbedingt wichtig für die Vorsorge von Erkrankungen, die die Zukunft der Medizin sein wird und sein muss. Herzlichen Dank für das Gespräch, Detlef Ganten. Vielen Dank. Dankeschön. War mir ein Vergnügen.